Der Vortrag geht über uns als Gemeinschaft, Piraten als Gemeinschaft, sich als Gemeinschaft zu erleben. Was muss man dafür machen? Und es ist eine zwingende Voraussetzung eigentlich dafür, die Parteiidentifikation zu erhöhen. Auch wenn wir da noch nicht sind, muss man trotzdem daran arbeiten, das tatsächlich zu erreichen, logischerweise, sonst kommen wir da ja nie an. Parteiidentifikation, dass man sich mit uns verbindet. Dazu müssen wir etwas ausstrahlen, mit dem man sich eben auch gerne verbindet. Also das eine ist das Inhaltliche, das andere ist aber auch, wir müssen eine gewisse Anschlussfähigkeit sicherstellen. Also wir müssen selber schaffen, eine Community zu sein, damit andere Teil dessen werden können. Und es gibt, basierend auf einem Konzept oder einer Idee, die heißt Primal Branding, so 7 Elemente, die man beobachten kann, die bis zu 7 Elemente, die verwendet werden, um tatsächlich Zusammenhalt, Community, Wertegemeinschaften zu schaffen, die über das hinausgeht, was der eigentliche Inhalt ist. Primal Branding, also besteht aus zwei Teilen. Branding ist, glaube ich, das, was die meisten verstehen, häufig eben als Markenbildung verwendet, aber es ist halt eben mehr als tatsächlich nur eine Marke. Wir als Piraten sind eine Marke, aber das entsprechend aufzuladen und Primal, dieses Primale, dieses Urinstinktliche in uns, was die Elemente sind, über die quasi dieser Zusammenhalt geschaffen wird. Nochmal ausgeführt, es ist ein kleiner Ausflug in die Marketingwelt, aber eben immer verbunden mit Organisationspsychologie. Ein sehr, sehr wichtig und bei uns unterschätztes Merkmal eigentlich. Das heißt, die Perspektive ist auch eigentlich eine, weniger darauf zu schauen, was erzählen wir eigentlich, sondern zu schauen, was erzählen andere über uns und wie können wir darauf Einfluss nehmen, was über uns erzählt wird, wie können sie eben dann den Anschluss zu uns finden. Und deswegen auch nicht die Qualität unserer Taten und Positionen zählt, sondern die Qualität der Gemeinschaft, die wir darum bauen und halt eben auch die Qualität im Sinne von nicht die Quantität. Wir brauchen nicht vieles, sondern wir brauchen nur das Wenige und das Richtige und halt eben, wie darüber gesprochen wird. Also, warum fühlen wir uns oder warum gibt es einfach bestimmte Gruppen und Marken, die sich anders anfühlen als wie andere? Also, für manche fühlen wir etwas. Manche schaffen wir eben aufzuladen und eben anschlussfähig zu machen und andere schaffen das nicht, andere Organisationen. Ja. Also genau, es gibt den Unterschied, kann man so grob fassen, als dass manche Marken, manche Gruppen eben Communities sind und andere nicht. Und Communities, wie definiert man das eigentlich? Und ein Weg, das zu beschreiben, ist eben als Glaubenssystem, so quasi religiös, kann man ja auch beobachten, ne? Dass die Menschen dort innerhalb dieser Community die gleichen Einstellungen teilen, die gleichen Werte und aber auch die Glaubenssätze. Da gehört mehr dazu und darauf gehen eigentlich dann diese 7 Punkte ein. Und andere wiederum, die scheitern, weil sie vielleicht tolle Produkte haben, aber eben nicht schaffen, diese Community zu erreichen, diesen Zusammenhalt, dieses, dass man alles ja, sich zusammentut und damit aber auch eine gewisse Resilienz schafft und eine Unempfindlichkeit gegenüber Fehlern, die Produkte halt auch häufig mal haben. Also wenn man jetzt, ich rede über Produkte und aus der Marketingperspektive ist ein Produkt sowohl etwas, was ich anfassen kann wie ein Auto, eine Dienstleistung, die angeboten wird oder halt eben genauso auch eine Wahloption, wie wir sie dann eben als Partei zur Verfügung stellen. Also was ich meine mit darüber hinwegzusehen, über einzelne Fehler, Tesla-Fahrer sind begeistert, aber sehen darüber hinweg, wenn dann zum Beispiel die Tür nicht genauso öffnet oder dann vielleicht doch mal eine Kante schief ist. Es geht aber auch um die Glaubwürdigkeit, die man selber anderen sozusagen darbietet. Ist das eine Frage oder eine Ankündigung, was in dem Vortrag passiert? Nein, es ist praktisch eine Bestätigung und weitergehend dessen, dass man selber auch die entsprechende Glaubwürdigkeit nach außen Also, ausstrahlt. du würdest jetzt quasi Glaubwürdigkeit als eine Methode, einen Hebel beschreiben, dass du, und ich sage, nee, darum geht es in dem Vortrag jetzt nicht, aber ihr werdet es gleich sehen. Denn die Glaubwürdigkeit, die ist dann zugeschrieben, aber folge dem einfach und dann können wir darüber reden. Also nochmal dieses Branding, was eigentlich erreicht wird, ist mehr als nur ein Logo und eine Webseite, wie viele das gedacht haben. Also du siehst das Nike-Symbol, aber Nike ist nie nur Nike, sondern es gibt den Nike Tribe, also die Gemeinschaft aller Sportler, die eben sich damit mehr verbinden als mit Puma. Oder Apple, auch wieder ein super Beispiel, ähnliches bei Linux natürlich für den Apple-Kult, ne? Dass man sagt, ja, ich weiß, es gibt viele Dinge, die an sich
stärker, technisch besser sind, ausgefeilter, was auch immer. Also es geht um einen sozialen Code, wir reden über etwas Soziales und eben über diese Glaubenssätze. Genau. Ich habe gesagt, es gibt dieser soziale Code hat ein paar Elemente, woraus sich dann eben so eine strategische Markenerzählung bauen lässt oder dann eben nachher das politische Storytelling ableiten lässt. Ein Narrativ, eine Vision, die Glaubenssätze und die halt eben diese soziale Gemeinschaft verstärken. Und wenn man kann das gezielt erstellen, man kann das gezielt steuern oder man kann das einfach modellieren, also zumindest muss man sich dessen bewusst sein, dass es diese Säulen gibt, dass sie auch in der eigenen Community gesucht werden und dann gefunden werden oder eben auch nicht. Aber wenn man gerade so aus einer Führungsperspektive darauf schaut, dann kann man damit halt eben sehr gut steuern, in dem Sinn, dass man das als Option anbietet. Und genau, die Menschen brauchen das, um eben, wenn sie sticky, also wenn sie tatsächlich Teil dessen werden sollen oder wenn sie es nicht finden, dann fliehen sie, dann entwickeln sich halt eben Fliehkräfte. Und das Ganze eben auf einer rationalen als auch emotionalen Ebene. Das erste Element quasi ist die Entstehungsgeschichte. Die Erzählung, wo kommen wir eigentlich her? Also jetzt in Bezug auf die Piraten, was ist der Ursprung, die Schöpfungsgeschichte? Ja? Okay. Die muss gar nicht unbedingt wahr sein, ja? Denken wir an Volt. Ja? Diese Geschichte, da haben sich halt drei Leute in der Bar getroffen aus unterschiedlichen Teilen Europas und haben sich gesagt, wir müssen jetzt was machen. So, das erzählt sich super. Ob das so war, keine Ahnung, wer weiß das schon. Und ist aber auch ist vollkommen egal, who gives a shit. Ja? Das erzählt sich gut und das verbindet die Leute. Wir sagen, Mensch, wir haben uns zusammengefunden, um eben tatsächlich dem was entgegenzusetzen. Das ist, also, wer macht was und warum ist Teil dessen? Ja? Und dieser Ursprung ist wichtig und daraus sich halt eben auch ergeben, was ist der Weg, was ist die Quest, was ist das, was wir bestreiten wollen, warum finden wir uns zusammen und welches Ziel verfolgen wir und sind halt eben auch bereit, das gegen alle Widerstände durchzukämpfen. Dann das Credo, diese Art Glaubensbekenntnis. Woran glauben wir? Was wollen wir? Also worum geht es auch dir? Ja, was sind deine Werte? Dein wird häufig als Purpose bezeichnet. Was willst du verbessern? Was ist das, wofür du Dinge tust? Ja, deine Motivation dahinter. Was sind die Kernprinzipien, die dich anleiten? Und als Beispiel, ja, think different, just do it in Bezug auf die Communities von gerade. Oder eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die nächste Säule sind Symbole. Es gibt eigentlich keine Community, die stark ist und sich trägt, die keine Symbole hat. Ja? Manchmal suchen sich die Leute dann irgendwelche Symbole, aber in der Regel fangen die meisten eben mit Symbolen an und dann schart es sich um die Symbole. Jetzt vorher diesen Nike Swoosh, den angebissenen Apfel. Und diese Symbole identifizieren Leute. Symbole sind immer eine Komplexitätsreduktion. Es hilft schnell wiederzuerkennen, ohne groß suchen zu müssen. Und selber diese Symbole auch zu tragen, identifiziert einen als Teil dieser Gruppe. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Piratenshirt anhast oder Volker hat auch immer was Piratiges an, Frank auch, dann sieht man sofort, ist Teil der Gruppe, Piratensignet drauf, gehört zu diesen Leuten, diesen anderen Leuten, die auch das Piratensignet tragen. Und genau, es hilft eben diese schnelle Zuordnung, dass andere einen als Teil der Gruppe erkennen und dass man sich selber auch als Teil der Gruppe eben ausgibt. Die Zugehörigkeit und Symbole und Bilder sind etwas sehr, sehr tief in uns Verankertes. Daran erkennen wir relativ schnell Freund oder Feind und können dann eben tatsächlich die Kapazitäten gedanklich freimachen auch für anderes. Symbole können alle Sinne ansprechen, also man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass es nur grafische Elemente sind, häufig einfach auch nur Form, Geräusche, zum Beispiel da hat die Telekom ja auch sehr gut mit dem Audiologo gearbeitet, was irgendwie niemand jemals vergessen wird, Gerüche, Geschmack, also und auch wie sich etwas anfühlt. Das nächste, klar, Rituale. Also regelmäßig ausgeübte Handlungsweisen, gerade auch als Gemeinschaft, einzeln oder als Gemeinschaft, aber etwas, was über die ganze Community hinweg gleich ist. Also Rituale kann man dann eben beschreiben als Glaubenssätze in Aktion, das, wo sich etwas ausdrückt. Klar, klassisch in der Kirche kennt man das, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und sie können immer positiv wie auch negativ sein. Auch Paare sind Communities, geteilt Wertegemeinschaften, wo man gemeinsam etwas bestreitet, wo man gemeinsam
gegen die Welt kämpft, gegen alle Widrigkeiten oder gemeinsam in der Welt besteht. Also eine Umarmung zum Beispiel ist ein positives Ritual, was Menschen machen, um eben Zugehörigkeit zu zeigen. Oder auch negatives, wenn alle sich über einen bestimmten Kundenservice beschweren. Ja. Ja, Vitalität der Marke kommt von der Begeisterung über die wiederholte Beschäftigung mit der Marke. Also tatsächlich die Dinge immer zu wiederholen, also zu dieses Repetitive, das Eingeübte, das ist einfach im normalen, das einfach dazu gehört. Konzertarmbänder sammeln als ein Beispiel, das Weihnachtsmenü, wo sich alle Familien immer drauf freuen, ein regelmäßiger Wiederkehr, ja, oder auch ein bestimmter Umgang mit Gruppenmitgliedern. Die nächste Säule ist das Lexikon, das Wörterbuch, was die Gruppe verwendet. Auch wieder so ein gemeinsamer Code im wirklich sprichwörtlichen Sinne. Also wie redet die Gruppe, Redewendungen, die es einfach gibt, die klar deutlich machen, das ist ein Segler. Ja? Oder diese ganzen nautischen Metaphern, die wir haben. Surfer mit Handzeichen, Programmierer, die ihre eigene Art von Humor haben, Politiker, die auch ihre eigene Sprache haben, die bestimmte Redewendungen immer wieder verwenden, oder auch Künstler, wo eben Sprache sehr differenzierend wirkt. Aber nicht nur im Sprachstil, sondern tatsächlich eben auch in Redewendungen. Und ich habe dann danach ja auch noch ein paar Beispiele, wenn es um die Piratenpartei als solches geht, wenn man das mal darauf abbildet. Formulierungen eben. Und wenn wir dann die Gruppe haben, ist auch ein sehr, sehr wichtiger und wesentlicher Teil die Outgroup, die in Anführungsstrichen Ungläubigen. Wir haben unsere Leitsätze, wir sind unsere Gemeinschaft, wir haben das, was uns gemeinsam trägt, und dann gibt es die anderen, die uns ablehnen oder die wir ablehnen. Also eine Gruppendefinition, im klassischen Wortsinn, definis, die Grenze zu ziehen zwischen hier sind wir und da sind die anderen. Also zu jeder Menge gibt es dann halt eben auch diese Gegenmenge. Und dabei ist selbstredend, dass wir immer die Leute in unserer Gruppe bevorzugen gegenüber denen außerhalb der Gruppe, den Outsidern. Ein wichtiges Element dabei auch eben beim Definieren, bei dieser Grenzziehung ist eben zu sehen, wer sind wir nicht. Also häufig, also in einem normalerweise ist es so, dass wir uns selber auch aus uns selbst heraus definieren, indem wir wissen, wer wir sind, indem wir sagen können, wer wir sind. Aber im einfachsten Fall ist es dann auch leicht zu sagen, vor allen Dingen sind wir nicht der oder die. Also quasi über die andere Seite herauszugrenzen. Und dann, was Communities häufig halt auch haben, ist eben eine Person, die mit der Community verbunden ist, die als Führungsperson, Führungspersönlichkeit dasteht, die halt eben auch Identifikationsmerkmal ist, ähnlich wie Symbole, intern, aber auch genauso eben extern. Also alle erfolgreichen Marken-Communities wurden immer von jemandem begonnen, der häufig gegen alle Widerstände eben in Behaupten gegen die Welt anfing, etwas zu schaffen, was diese Community dann wurde. Die Sichtweisen genau. Zu schaffen, habe ich das richtig verstanden? Ja, oder einfach diesen Funken anzuzünden, aus dem dann mehr wurde. Ja. Es muss gar nicht mal die Sichtweise gewesen sein, sondern einfach eine andere Methode. Und daraus wurde dann mehr. Ja. Aber die Erzählung baut sich dann darum um. Aber es kann auch ein aktueller Stellvertreter sein. Genau. Das ist das, was als Primal Code zusammengefasst wird, eben als sehr, sehr tribales Element. Genau, daraus die strategische Markenerzählung. Aktiv kann man die Markenerzählung schaffen und gestalten. Ja, die Elemente gibt es. Und eben strategisch, weil man damit arbeiten kann. Und damit entsprechend aktivieren kann. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele, um diese einzelnen Elemente zusammenzutragen. Bei Apple, ja, Steve Jobs und Steve Wozniak haben es damals gegründet, dieses Glaubensbekenntnis als Think Different. Die Icons mit dem Apple-Logo kennt jeder. Die Rituale mit den Developer-Konferenzen beispielsweise, heilige Wörter wie Apple, iPod, iPhone und sowas. Die Non-Believers, also PC-Benutzer beispielsweise, und als Führer Steve Jobs, aber auch Länder und Nationen konstruieren sich als Glaubensgemeinschaften, sozusagen. Am Beispiel der Vereinigten Staaten, die Gründungsgeschichte von Christopher Columbus entdeckt und eben den Glaubenssatz mit Freiheit für alle und Unabhängigkeit.
als Icons eben die Fahne, das Weiße Haus, die klassischen Symbole, die man eben dann mit Amerika in Verbindung bringt, und Rituale wie eben 4th of July, Thanksgiving, Halloween, was man alles so kennt. Ja. Die heiligen Wörter wie We are the people, Freedom, Liberty, ihr kennt sie alle. Ja. Auf der anderen Seite dann die nicht dran glauben, ja, typischerweise dann Faschisten, die Kommunisten, Al-Qaida. Ihr seht also, wie gut man sowas selber dann auch modellieren kann. Und eben auf der anderen Seite dann die Führungspersönlichkeiten wie Barack Obama, George Washington. Entschuldigung, wenn ich dir das jetzt so richtig an den Kopf schmeiße, aber ich finde, das, was uns gerade hier anpreist, ist im Prinzip die Wiederholung einer Lügengeschichte, zumindest was die USA mit ihren ganzen Lügen im Prinzip aufgebaut hat. Was sind denn Lügen für dich in dem Kontext? In dem Kontext ist für mich die Lügen, die von Seiten der Erzählungen von den Pilgervätern und sowas berichtet wird. Und das ist für mich die Lügengeschichte, die da hintersteht. Er sagt ja nicht so, dass da. Ja, aber gerade mal da geht es um eine Geschichte zu haben. Modellierung. Okay. Ja, es ist völlig egal, ob dieser Mythos wahr ist. Wichtig ist, dass er für die Leute funktioniert, genau. Die ihn erzählt bekommen. Die verbinden sich damit, die sind bereit dafür zu sterben. Das ist eine erfundene Geschichte, klar, aber sie funktioniert für die Leute und bildet ein geschlossenes Denksystem. Ich würde übrigens vorsichtig sein mit dem Begriff Lüge, der ist im Deutschen sehr, sehr straff und sozusagen salar. Du hast teilweise, wenn die Geschichten gerade mit sie anknüpfungsfähig sind, natürlich die Notwendigkeit der Verkürzung. Die muss sehr stark kondensiert werden. Und von daher, natürlich, ich meine, Jesus ist auch beispielsweise jetzt nicht unbedingt der nette, fertige Mann, der dann sozusagen heute durch die Welt zog, beispielsweise. Das sind alle Verkürzungen. Auch wenn das jetzt immer gleich als Lüge und damit ist jetzt sozusagen stark negativ belegt bezeichnet wird, ist eine andere Frage. Ja, also bei Jesus ist es ja jetzt wirklich belegt. Das ist eigentlich die wirklich wahre Geschichte, wird nur über Life des Brian erzählt. Ja, aber das Beispiel dessen, dass es eben um Erzählungen geht, ist, dass der Mechanismus natürlich auch woanders geht, bei anderen Geschichten. Nimm zum Beispiel bei Filmen. Bei Filmen ist genau die gleiche Geschichte. Erst recht bei Serien und wo du die Leute beisammenhalten willst, wo du eben mehr machen willst, als einfach nur 90 Minuten, die sich Menschen anschauen, sondern etwas, wo die Leute darauf süchten, nicht warten können, bis die nächste Staffel rauskommt bei Game of Thrones. Du hast die Schöpfungsgeschichte. Es gab diesen großen Krieg damals. Es gab dieser Glaubenssatz, der Winter is coming. Ja? Ist das jetzt Lannister always pays their debts? Ist die Gender-Tätze? Weil grammatikalisch ist ja anders nicht zu erklären. Ne? So. Genau. Um es ein bisschen zu straffen, damit wir nur durchkommen, wir haben einiges als Programm. Ihr seht einfach, wie diese wie man einfach etwas gezielt stricken kann, damit die Dinge einfach nicht nur alleine stehen, sondern eben Menschen anziehen und auch wieder Menschen bereitern, sich da, genau, Menschen mitnehmen. Ja. Game of Thrones und halt, was ich vorher auch schon sagte, selbst Liebesbeziehung und romantische Liebe ist folgt den gleichen Schemata, die Schöpfungsgeschichte, wenn das Pärchen gefragt wird, und wie habt ihr euch kennengelernt? Glaubenssätze wie ich liebe dich, dann Bilder und Ikonen, ikonografisches wie der Ring, der getauschte Blumen, den man mitbringen sollte, Rituale wie sich daten, Hochzeiten eben dann. Also, nochmal zusammenfassend, was ist dieser Primal Code oder dieser Urcode, wie man es vielleicht übersetzen kann? Also es ist ein Konstrukt, weswegen wir eben an Menschen, Orte, Dinge oder eben auch Konzepte glauben und eben auch an uns und als Teil dessen. Ja? Und mit diesen Erzählungen, mit diesen Elementen, mit dieser emotionalen Aufladung im Grunde genommen, mehr damit zu verbinden als nur Sachen und die Menschen dazu führen von, etwas ist eigentlich bedeutungslos, vielleicht eher wie eine Transaktion, hin zu etwas, was eine Beziehung aufbaut, das bedeutungsvoll wird. Also von, und wen interessiert es eigentlich, zu sagen, ja, ey, mich interessiert es. Ja? Kurz Frage, gehst du dann später noch auf ethische Aspekte ein in der Stelle? Da gibt es nicht viel zu sagen, ne? Also, weil. Ich habe dazu einiges zu sagen, aber.
Nicht, also, das ist wie alles. Ne? Wer sich überlegt, etwas zu gestalten, kann sich entscheiden, welchen Prinzip er danach folgt. Ja? Du hast ja an der Stelle, ich würde dann gerne Spin und ähnliche Sachen. Die Frage ist eben halt, wie weit treibt man es, wie setzt man es ein und da kannst du wieder hergeben, genau. Mit welchem Ziel, mit welchen Mitteln. Ethische Aspekte zu Geschichten habe ich auch noch. Genau. Aber deswegen, das ist jetzt keine besondere Frage in dem Zusammenhang, das gilt einfach immer. Ne? Klar, und ich hatte, glaube ich. Dem kann sozusagen der Eindruck entstehen, dass sozusagen so ein Narrativ, wenn man dort setzt, eben halt bis hin zur Bewertung ist, ohnehin eine Lüge. Genau. Also deswegen hatte ich ja vorher, deswegen hatte ich ja vorher auch das Beispiel von Volt gebracht. Ja, und genau, und man kann das jetzt gerade auch als von uns, die hier sitzen, die jetzt bewusst mit der Partei umgehen, als Aufgabe verstehen, eben hier da eine gewisse Leidenschaft zusammen zu erzeugen und eben auch auf diese Mechanismen in Anführungsstrichen zurückzugreifen. Wie sieht das denn bei Piratens aus? Auch wir haben eine Entstehungsgeschichte. Ja, du sagst, oh, Seabase, aber wenn man da mal tatsächlich schaut, so für die Menschen, wir haben einen Artikel in der Bundeszentrale, wo was über unsere Entstehungsgeschichte drinsteht, aber wir müssen uns fragen, ist es das, was wir erzählen wollen? Ja, ist es das, was jetzt Politikwissenschaftler über uns geschrieben haben, einfach so eine Beobachtung? Oder haben wir nicht eigentlich tatsächlich eine viel emotionalere Geschichte, die wir sagen sollten? Das ist jetzt, wie gesagt, für eine Bundeszentrale, aber selbst wenn man schaut, wo wir selber was erzählen, Mitgliederhandbuch, steht nichts zu unserer Entstehungsgeschichte drin. Im Wiki, wenn man dann schaut, ja, gerade mit der Geschichte, dann gibt es da 810 Wörter zu, die eben unsere Geschichte erzählen, aber tatsächlich sind irgendwo so 300 und ein bisschen über die Piratenpartei Deutschland, die ja aber für die meisten Piraten eigentlich der Bezugsraum ist. Also das ist dann ungefähr auf einer Webseite so ein Abschnitt, das sind dann 300 Wörter. Und eigentlich wollen wir hier da ja ein Heldenepos erzählen, die Gründung von etwas Großem, was die Menschen mitnimmt, dass wir viel, viel erreichen und dass wir eben kämpfen gegen viele Widrigkeiten in der Welt. Aber auch da, stilistisch ist es nicht unbedingt ein Heldenepos. Was ist unser Credo, unsere Glaubenssätze? Also das führt uns dazu, was ist denn die Vision der Partei? Was ist die Mission der Partei? Und dazu möchte ich dann ja später nochmal drüber reden. Aber wenn man jetzt im Wiki schaut nach Vision, ja, dann wird man weitergeleitet auf eine Benutzerseite, wo halt eben was dazu steht. Und das würde ich sagen, da ist noch ein bisschen Raum zu füllen, was natürlich mit viel Potenzial verbunden ist. Welche Symbole haben wir? Wir haben viele Symbole, die meisten würden sagen, also was sind die Symbole, die uns vereinen? Ja, ich will das Signet, genau, die Farbe vielleicht noch etwas, ja. Aber tatsächlich, wenn man dann rausschaut, also das Orange und das Signet wird halt immer mehr abgewandelt. Ja, also das Signet wird nicht mehr nur allein mit Orange verbunden, wird mit Lila verbunden, wird mit der Regenbogenfahne verbunden, also diese farbliche Identifikation, die Aktivierung durch das Orangene wird aufgehoben, dann werden die Symbole auch wieder ersetzt. Also das, was eigentlich als Teil der Community, dieses Element, was Community schaffend sein kann, das schwächen wir hier selber, weil wir einfach da nicht schlüssig sind. Rituale haben wir viele. Auf der anderen Seite gehört zum Piratsein auch die Vielfalt. Und das wird in dem ausgedrückt, was du vorhin gezeigt hast. Ja, aber das interessiert die Welt außerhalb nicht. Und das interessiert auch viele Mitglieder, die dazukommen, nicht wirklich, wenn in Konsequenz sie dann, also jedes Produkt besteht auch für sich selber. Ja? Ein Laptop funktioniert auch immer als Laptop und verliert seinen Charakter als Laptop nicht. Ja? Aber es ist ein Unterschied zwischen einem Laptop oder einem Computer, den ich selber zusammenbaue, und einem Linux-Kult oder einem Apple-Kult. Ja? Und um diesen Unterschied geht es eben. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, die Konkurrenz nach außen halt gleichzulassen, aber eben auch so einen Rahmen zu schaffen, wo halt wirklich Diversität und so weiter ausgelegt werden kann. Weil das macht ja die Partei aus, wie gesagt. Also tatsächlich brauchst du wenn du jetzt ein Symbol tatsächlich benutzen willst, musst du erzeugen, dass man stehen. Die Vielfalt kann ja halt sozusagen den Personen ruhen, die sich hinter diesem Symbol scharen. Ja, Apple hat kein abgewandeltes Symbol. Ja, doch, für CSD oder so. Aber das ist dann wirklich ganz spezifisch. Ganz spezifisch und trotzdem wiedererkennbar von der Form her und so weiter. Aber wenn wir uns mal angucken, wir haben für jede AG ein anderes Symbol, das ist auch nicht gerade förderlich. Wir haben jetzt auch immer eine Phase des Maßes. Natürlich hat, bei der NS-Zeit wurde ja exzessiv
ja, damit die Gemeinschaft Uniformiertheit, ja, und das ist natürlich etwas, was nicht zu uns passt, sondern wir haben ja auch den Individualismus des Einzelnen. Ja, wir müssen halt auch gucken, dass die bei den Wählern wiedererkannt werden. Nein, ich würde sagen, das ist ein gutes Beispiel, aber man kann jetzt, ich würde warnen davor zu sagen, weil das da gemacht wurde, machen wir am besten genau das Gegenteil, weil letzten Endes, was damit erreicht werden wollte, das Gemeinschaftsschaffen, wenn auch für einen schlechten Zweck, der Mechanismus war ja der gleiche und einer, der, das findet ja so oder so um uns herum statt. Ne? Also ich glaube, wir sollten das dann von dieser Frage, wozu etwas gemacht wird, tatsächlich auch trennen, weil das ist jetzt eher so eine Frage der Methode. Ne? Ich bin aber auch gleich durch bei dem Bezug auch auf die Piratenpartei. Rituale, wir haben auch viele Rituale, die kennt jeder. Und also es sind 7 Säulen. Wir können uns immer überlegen, wenn wir eine Community bilden wollen, welche dieser 7 Säulen bespielen wir und wie stark. Ja? Und man muss natürlich nicht alle bedienen, ja? Aber man kann sich dann auch überlegen, welche sind eher positiv, negativ. Unsere Rituale, GO-Anträge, Mumblen, Twittern, Streiten, Ahoi. Das, ich glaube, da muss ich nichts zu sagen, das ist euch bekannt. Und die eigentliche Kraft dahinter liegt halt darin zu verstehen, wie diese Rituale so verwendet werden können, dass sie eben interessant werden, dass man sie weiterentwickelt und halt, dass sie eben auf unsere eigenen Zwecke angewandt werden können. Wörterbuch, ja, auch wieder eine Säule und wieder sollten wir uns fragen, machen wir das gut und richtig, wie anschlussfähig sind wir oder nicht. Wir haben auch viele Wörter, die wir benutzen und die andere nicht verstehen, mit denen wir uns abgrenzen. Wir mammeln, wir haben SM-Club häufig missverstanden draußen. Wir sagen, etwas ist Fu. Wir haben einen dicken Engel, wo keiner weiß, dass das eine Online-Taverne ist. Wir bezeichnen Menschen oder Geschlechter als Eichhörnchen. Im GO-Antrag von gerade. Wir grillen Menschen, auch äußerst befremdlich für Außenstehende. Unsere ganzen maritimen Metaphern. Dann Redewendungen wie, hier hilft das BGE oder gibt es schon ein Pad, Flauschen und natürlich unsere Tool-Debatten. Also da sind wir relativ stark. Aber vieles hat, es ist nicht zwingend immer positiv, aber das dazu. Dann haben wir natürlich auch unsere Ungläubigen, das lässt sich relativ einfach zusammenfassen, Parteien wie die CDU, ja, Ex-Piraten, häufig auch beliebte Feindbilder, zumindest also auf Gegenseitigkeit beruhend, oder eben empfinden viele Journalisten noch als die Ungläubigen, weil sie berichten ja nicht über uns oder sie sagen immer was Schlechtes. Das erlebe ich auch häufig, dass es als Ungläubige formuliert wird, aber hier eben explizit mit Fragezeichen, weil das, glaube ich, eher so ein Ding der Selbstwahrnehmung ist. Leadership, Führungspersonen, wird auch häufig eher dann dagegen gearbeitet, dass sich sowas entwickelt, als dass sowas gibt. Als Landesvorstand jetzt muss man sagen, wie kann man sowas tatsächlich schaffen und aufbauen, indem man eben souverän auftritt und indem wir als Landesverband, ich habe es LAFO, eigentlich soll das LV heißen, ja, da die eine gewisse Geschlossenheit zu signalisieren. Aber auch für LAFO ist eigentlich gar nicht so falsch, dass ein Landesvorstand selber als Organ etwas ist, womit sich dann die Menschen, die Piraten, identifizieren können. Schließlich haben ja alle diesen Landesvorstand gewählt, um sie zu vertreten. Und gleichzeitig erlebst du aber so seitens der Basis dieses, ja, ist mir egal, wer unter mir Vorstand ist, also überall, also ein Verhalten oder ein Ritual, eine Redewendung, die eigentlich sehr, sehr schädlich ist und eigentlich genau dazu gemacht ist, dass man niemals eine Säule wie eine Identifikationsfigur aufbauen kann. Ja, oder halt eben auch die Tatsache, wie mit dem Vertrauen gegenüber den Organen umgegangen wird. Ja, jetzt habe ich noch darauf geschrieben, wie weiter einfach so ein bisschen einen Anstoß zu bieten, über diese Elemente der Theorie nachzusprechen oder halt eben auch, wie es auf uns dann da angewandt ist. Und, genau. So ein bisschen Denkanstoß oder auch ein bisschen eine Analyse über das, was es methodisch gibt und wie wir damit umgehen.